Erst in seinen letzten Lebensjahren mit seinem letzten Roman wird Theodor Fontane der große Wurf gelingen, seine Effi Briest, der Roman eines alten Mannes über eine junge Frau und ihren Ehebruch, er wird sein größter Erfolg. Bis heute gehört er zwar nicht zum Kanon der Weltliteratur, aber doch zu den bekanntesten Romanen der deutschen Literatur, was natürlich auch damit zusammenhängen mag, dass er über lange Zeit und immer wieder als Pflichtlektüre in der Schule eingesetzt wurde und wird. Wir wollen uns heute mit diesem Stück Literatur hier ein wenig genauer auseinandersetzen. Vorab ein paar kurze Hinweise. Dies ist der vierte in einer insgesamt sechsteiligen Reihe über untreue Weiber in der Literatur. Es geht also um die Ehebrecherinnen, das Gegenstück zum Ideal funktionaler Familien und der Krönung allen bürgerlichen Glücks, der Ehe. Vorangegangen sind diesem Video eins über den großen Skandalroman des 19. Jahrhunderts, Madame Bovary von Gustave Flaubert, und eins über den vielleicht berühmtesten Ehebruchroman der Weltliteratur, Anna Karenina von Lew Tolstoi. Es folgt noch ein Video zu Unsühnbar von Marie von Ebner-Eschenbach, und ganz am Ende gibt es dann in einer Art Fazit eine Gegenüberstellung, zumindest einen Vergleich der Romane. Selbstverständlich könnt ihr die Videos auch einzeln sehen, also losgelöst von der großen Ehebruch-Thematik, aber das macht mitunter vielleicht ein bisschen weniger Spaß. Trotzdem, die Einzelvideos verstehen sich durchaus als Interpretation des jeweiligen Romans. Eine Interpretation, bei der man übrigens nicht in jedem Fall mitgehen muss. Zu einer solchen Interpretation gehört aber auch, dass hier über den gesamten Roman gesprochen wird. Wer also eine spoilerfreie Buchempfehlung haben möchte, der ist hier falsch und sollte jetzt an dieser Stelle abschalten und nach der eigenen Lektüre natürlich das Video dann auch wieder aufrufen. Ja, wie bei allen etwas umfangreicheren Videos gibt es auch hier wieder die Möglichkeit der Kapitelanwahl, also dass ihr innerhalb des Videos dann auch skippen könnt. Und nun wünsche ich euch viel Spaß und Anregung zur Auseinandersetzung bei Effi Briest. Wir erinnern uns, Gustave Flaubert war 35 Jahre alt, als er mit seinem Debütroman Madame Bovary die literarische Bühne betrat. Mit einem Paukenschlag. Er war von jetzt auf gleich eine Berühmtheit. Lew Tolstoi war das schon einige Zeit, bevor er Anna Karenina schrieb. Mit Krieg und Frieden wurde er der Megastar am russischen Literaturhimmel. Und hätte er nur diesen einen Mammutroman geschrieben, es hätte gereicht, auf ewig auf dem Olymp der Weltliteratur zu thronen. Bei Fontane verhält es sich ganz anders. Allein deshalb ist es schon angesagt, bevor wir mit seinem Roman beginnen, einen Blick auf den Autor zu werfen und auf seine Entwicklung. Denn Effi Briest ist ganz und gar das Produkt dieses Mannes. Geboren wird Theodor Fontane am 30. Dezember 1819 als Sohn eines Apothekers, und Apotheker soll er auch letztlich werden. Das Gymnasium besucht er mit wenig Erfolg. Später wechselt er dann auf die Gewerbeschule in Berlin. Beginnt da eine Apothekerlehre, besteht 1839 die Apothekergehülfenprüfung, arbeitet kurze Zeit später in Leipzig, später in Dresden als Apothekergehilfe und legt 1847 das Staatsexamen ab. Damit ist er nun Apotheker erster Klasse. Zu dieser Zeit hat er schon einige schriftstellerische Erfahrungen gemacht, Gedichte veröffentlicht, auch eine Novelle. In seinem literarischen Freundeskreis, da schätzt man seine Arbeiten, ansonsten aber kann man noch nicht von einem wirklichen schriftstellerischen Erfolg sprechen. Das Revolutionsjahr 1848, das wird sein Schicksalsjahr. Fontane arbeitet als Journalist. Er ist ein Verteidiger der Märzrevolution und ein Gegner des reaktionären Preußen, während er auf das alte Preußen, vor allem das eines Friedrich des Großen, nichts kommen lässt.
Nach der niedergeschlagenen Revolution sind die beruflichen, vor allem aber erstmal die schriftstellerischen Chancen für Fontane erstmal dahin. Es beginnt ein Existenzkampf, der jahrzehntelang andauern wird. Als freier Schriftsteller, als Literat und Journalist und nicht mehr als bürgerlicher Apotheker mit literarischen Nebenambitionen, da möchte er durchs Leben kommen. Seit Oktober 1850 ist er auch verheiratet. 7 Kinder werden im Laufe der nächsten Jahre geboren. Die wollen auch versorgt werden. 3 von ihnen werden schon sehr früh sterben. Fontane wird Berichterstatter der Preußischen Zeitung in London. Von 1855 bis 1859 hält er sich durchgehend in London auf. Später, da verfolgt er als Kriegsberichterstatter die Kriege, die später als die deutschen Einigungskriege dann letztlich in die Geschichte eingehen werden. Hier sein Bericht über den Schleswig-Holsteinschen Krieg, das ist natürlich nur ein Reprint. Ja. Seine Berichte sind klassische Kriegsreportage, durchaus lesenswert und auch heute noch spannend und erkenntnisreich, um einen Zugang zu diesem ganz speziellen Autor zu finden. Etwas umfangreicher dann sein Bericht über den Deutschen Krieg von 1866 und natürlich dann dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71. Die erhoffte ideelle und materielle Anerkennung für diese umfangreiche Kriegsberichterstattung allerdings, das bleibt erstmal aus. Also er hat in dieser Zeit, kann man eigentlich sagen, Mühe und Plage, Ärger und Enttäuschung. Das ist eigentlich so das, was so seine Lebensmitte vor allen Dingen bestimmt. Nicht zu unterschätzen sind auch die Belastungen für seine Frau, die mehrere Wohnungs- und Wohnortwechsel ja auch letztlich mitmacht. Vielfältige Sorgen drücken und führen häufig zu Verstimmungen im Hause Fontane. Das literarische Werk, das wächst in dieser Zeit nur ganz spärlich und nebenher. Das muss man bedenken, vor allen Dingen, wenn man dann eben schaut, was er ja doch für ein großes literarisches, ein breites literarisches Werk hinterlassen hat. Da muss man eben auch schauen, aus welcher Zeit ist das eigentlich. Dazu komme ich gleich dann nochmal. Als Fontane 1870 die Mitarbeit bei der Kreuzzeitung aufgibt, die Kreuzzeitung ist die konservative Bismarck-Zeitung schlechthin, und wird dann letztlich Theaterkritiker bei der ganz liberalen Vossischen Zeitung, da ist eigentlich die Zeit gekommen, wo er auch der Literatur wieder etwas näher kommt. Und vom 15. August 1870 bis zum 31. Dezember 1889 ist er der Theaterreferent der Vossischen Zeitung für das Königliche Schauspielhaus in Berlin. Seine Kritiken haben große Wirkung. Er ist der Top-Kritiker in Preußen. Seine Urteile haben Gewicht und Bedeutung. Auf die komme ich auch später nochmal zu sprechen. Und hier erst beginnt eigentlich die Epoche des sogenannten Alten, des erfolgreichen Kritikers, Dichters und Schriftstellers Theodor Fontane. Hier erst erleben wir den berühmten Fontane mit seinen großen Romanen, Irrungen, Wirrungen, Schach von Wutenow, der Stechlin und den bekannten Frauenroman. Es darf nicht übersehen werden, dass diese späten Erfolge hart erkämpft wurden. Das ist etwas, das ihn unterscheidet von einem Flaubert und einem Tolstoi. Der Franzose erlebt mit seinem Debütroman den literarischen Durchbruch und wird zu einer Berühmtheit. Der Russe, der ist schon reich geboren, ein Graf und ein Besitzer weiter Ländereien, darüber hinaus nach Krieg und Frieden die unbestrittene Nummer 1 im literarischen Russland. Fontane ist dagegen erst im Alter erfolgreich gewesen. Sein Leben lang hat er, der unermüdlich Fleißige, gekämpft um seine Existenz und die seiner Familie. Und dann kommt der große Erfolg in den 80er und 90er Jahren des ausgehenden Jahrhunderts, vor allem mit Effi Briest.
Worum geht's in Effi Briest, dass es in vielen verschiedenen Buchausgaben gibt, in Taschenbüchern, in Schulausgaben. Und natürlich gibt es auch die allerdings sehr unerschwinglich teure Werkausgabe. Naja, damit fangen wir jetzt an. Worum geht's in Effi Briest? Gerd von Innstetten ist ein aufstrebender Nachwuchspolitiker und Splendid Man der neuen preußischen Adelsgesellschaft, spricht bei den Briests vor, denn er beabsichtigt, deren Tochter Effi zu heiraten. Innstetten ist 38 Jahre alt, sieht gut aus, ist ein Mann in den besten Jahren, eine hervorragende Partie. Und ihm werden auch eine glänzende Karriere und Zukunft vorhergesagt, nicht zuletzt, weil er die Anerkennung des Reichskanzlers Fürst Otto von Bismarck besitzt. In jungen Jahren, da hatte er eine Beziehung mit der jetzigen Mutter seiner Auserwählten. Damals war er aber noch zu jung, stellte nichts dar und kam als Ehemann nicht in Frage. Nun also soll es die Tochter werden. Die ist zwar erst 17 Jahre alt und wird uns Lesern eher als unreifes und verspieltes Kind dargestellt, aber die Eltern, die werden sich mit dem Brautsuchenden bald einig. Und auch die naive Effi hat keine Einwände, schließlich ist sie noch irgendwie vertraut mit dem gesellschaftlichen Phänomen Ehe, jedenfalls ansatzweise. Nach einer Hochzeitsreise, natürlich nach Italien, wohin sonst, das Land der Sehnsüchte, dann geht es dann in die hinterpommersche Provinz, in der Innstetten als Landrat schaltet und waltet. Dort muss sich Effi einleben und in die etwas öde Gegend, in das düstere Haus, das sie nicht mag, in dem sie sich auch unwohl fühlt. Nicht hilfreich erscheint dabei die ständige Abwesenheit ihres frischgebackenen Ehemanns, denn die Pflicht, die ruft ihn ständig fort. Effi beginnt eine kurze Affäre mit dem leichtlebigen Major Krampas, der ist zwar noch etwas älter als ihr Ehemann, dafür aber weniger pflichtbewusst und weniger steif und dadurch irgendwie auch interessant für die Damenwelt. Danach geht das Leben erstmal weiter. Effi hat längst eine Tochter. Es folgt ein Umzug nach Berlin, wo die längst vergangene und fast schon vergessene Affäre ans Licht kommt. Innstetten handelt einem kranken gesellschaftlichen Ehrenkodex gemäß, fordert Krampas zum Duell, erschießt ihn und lässt sich scheiden von seiner Ehefrau. Effi vereinsamt, zumal sie keinen Zugang mehr zu ihrer Tochter erhält, von ihren Eltern auch mehr oder weniger verstoßen wird und erst ganz am Ende krank ins Elternhaus zurückkehren darf, wo sie, immer noch eine junge Frau, stirbt. Das einzige Wesen, das Herz und Seele zu besitzen scheint, ist Rollo. Ein Hund. Insgesamt beträgt die erzählte Zeit etwa 12 Jahre, für ungefähr 1,5 Jahre Handlungszeit in Kessin. Da wendet der Erzähler etwa 200 Seiten Erzählzeit auf. 6 Ehejahre in Berlin beanspruchen dann kaum 50 Seiten. Nach dem Duell und der Scheidung erfolgt ein Zeitsprung von 3 Jahren. Der Epilog, ja, der beginnt dann mit dem unglücklichen Wiedersehen Effis und ihrer Tochter. Und endet mit Effis Tod. Auf etwa 30 Seiten wird dann also berichtet, was in diesem letzten halben Jahr geschieht. Analog den beiden anderen Videos wollen wir zunächst einen Blick auf die Figuren werfen. Nein, wir beginnen nicht mit der Protagonistin, der armen Effi, wie es immer wieder heißt, sondern mit dem betrogenen Ehemann. Denn schließlich setzt mit seinem Eintreffen bei den Briests die eigentliche Handlung ein, führen seine konsequenten Handlungen zum traurigen Ende der Titelheldin. Als Gerd von Innstetten Effis Hand erbittet, ist er, wie gesagt, 38 Jahre alt und damit auf den Tag genauso alt wie Luise von Briest, seine zukünftige Schwiegermutter. Innstetten und Luise, die erlebten zu der Zeit, da sie in Effis jetzigem Alter waren, eine romantische Affäre. Luise war heiratsfähig, doch der Kandidat Innstetten gleichen Alters eben noch nicht. Mochte er auch Zuneigung mitbringen und auch vielleicht sogar Liebe, ihm fehlte genau das, was ihn zu einem ernsthaften Bewerber gemacht hätte, die gesellschaftlich gefestigte Position,
die eine Familiengründung erlaubt. 17 Jahre später präsentiert sich derselbe Innstetten in derselben Familie als derselbe Heiratskandidat, nun aber eben für die Tochter. Erst jetzt ist er selbst eben auch im besten Alter, noch von guter Figur und sehr männlich, doch gesellschaftlich eben mittlerweile so gestellt, dass die Sache Hand und Fuß hat. Die Sache, damit ist natürlich die Ehe gemeint. Und hier müssen wir nochmal anknüpfen an den ersten Teil unserer kleinen Reihe, der sich mit der Ehe zu dieser Zeit und der Rolle der beiden Geschlechter innerhalb derselben beschäftigt. Die bürgerliche Ehe ist, da erinnern wir uns, eben keine Liebesverbindung, sondern sie ist vor allem eins: Konvention. Eine Konvention, die das Ineinanderwirken von individuellen und kollektiven Bedürfnissen regelt. Die individuellen Bedürfnisse indes sind keineswegs ausschließlich die des Gefühlslebens, also Liebe oder gar Leidenschaft. Sie sind vor allem anderen die materielle Absicherung im Familienverband und die dauerhafte Absicherung des Familienverbands durch die Fortpflanzung des Ehepaars. Wenn dann noch Zuneigung dabei ist oder im Lebensgang dann erst entsteht, dann ist das eine schöne Sache. Zwanghaft erforderlich ist das aber nicht. Der Ehemann ist also nicht einfach ein Mann, er ist die Verkörperung des ehelichen Prinzips. Er definiert den gesellschaftlichen Rang der Familie, und zwar über seinen Beruf. Und über diesen Beruf, da sichert er eben nicht nur die materielle Existenz, er entscheidet, wo die Familie lebt und zwar eben auf der ganzen Skala zwischen Mangel und Luxus. Und auch die sozialen Beziehungen der Eheleute, die speisen sich ganz allgemein aus zwei Quellen, aus dem Familien- und Verwandtschaftsverband und aus dem beruflichen Umfeld des Mannes. Innstetten kommt zu den Priests, weil er eine Ehefrau für genau einen solchen Zweckverband sucht. Das kann man aus heutiger Sicht unschön finden oder wenig romantisch, so zu denken, wäre aber unhistorisch. Innstetten verhält sich seiner Zeit und der Gesellschaft, der er angehört, angemessen. Als Innstetten Effi zur Frau begehrt, da folgt er ganz sicher keinem tiefen persönlichen Gefühl, er kennt sie auch gar nicht, er bevorzugt diese eine Frau vor allen anderen jetzt nicht deshalb, weil sie schöner, attraktiver, klüger, charmanter, mit einem Wort liebenswerter wäre als andere Frauen. Er folgt vielmehr der bürgerlich aufgeklärten Vernunft und sucht seine Partnerin zum wechselseitigen Gebrauch ihrer Geschlechtseigenschaften, der biologischen wie der sozialen. Und nicht reine Leidenschaft, sondern praktische Vernunft hat ihn dazu gebracht, der Familie der einstmals von ihm verehrten Luise einen Besuch abzustatten und deren geschlechtsreife Tochter in Augenschein zu nehmen. Wer hier unbedingt Berechnung und Gefühllosigkeit finden will, der verkennt, was die Ehe im 19. Jahrhundert ist. Ein Ehemann ist ein gesellschaftliches Wesen und damit Teil eines feinen gesellschaftlichen Netzes. Wir erinnern uns, wie im ersten Teil thematisiert, die Gesellschaft ist ein sehr komplexes Gebilde und die kleinste gesellschaftliche Einheit ist die Ehe. Wenn sich Effi Briest und Gerd von Innstetten dann verloben und später heiraten, so ist dies eben nicht nur ein privates, sondern auch nicht nur ein familiäres, sondern vor allen Dingen ein gesellschaftliches Ereignis. Gleiches gilt, wenn das gemeinsame Kind Anni dann getauft wird. Verlobung, Heirat und Taufe sind Rituale, die im Bewusstsein der Gesellschaft verankert sind. Das heißt, konventionell abgesichert sind und an deren Abhaltung die Gesellschaft interessiert ist. Innstetten beabsichtigt, eine Musterehe führen zu wollen, wie aus dem Lehrbuch. Ja, gerade solchen Lehrbüchern, wie ich sie schon im ersten Teil gezeigt habe, sie waren nicht nur Theorie, nicht nur graue Theorie, sondern eben Anleitungen, ganz praktische Anleitungen
für die Praxis gerichtet an junge Eheleute. Und so versucht der neue Ehemann auch alles richtig zu machen. Zum Auftakt, ja, hat er eine standesgemäße Hochzeitsreise vorbereitet. Danach betritt er mit seiner Gattin das wohlbestellte Haus. Er gönnt ihr einige Tage zur Eingewöhnung, dann führt er sie in das gesellschaftliche Leben ein. Er hat genaue Vorstellungen davon, welche Rolle seine Frau in der Gesellschaft zu spielen hat, und erscheint sie biegen und erziehen zu wollen, so wie er und die Gesellschaft es dann eben auch erwarten. Meine liebe Effi, so erläutert er ihr, als sie ihn bittet, bei ihr zu bleiben in diesem düsteren Haus und sie eben nicht allein zu lassen. Meine liebe Effi, ich lasse dich ja nicht allein aus Rücksichtslosigkeit oder Laune, sondern weil es so sein muss. Ich habe keine Wahl, ich bin ein Mann im Dienst. Ich kann zum Fürsten oder auch zur Fürstin nicht sagen, durchlaucht, ich kann nicht kommen, meine Frau ist so allein oder meine Frau fürchtet sich. Wenn ich das sagte, würden wir in einem ziemlich komischen Licht dastehen. Ich gewiss und du auch. Innstetten als junger Landrat gehört zu einer neuen Schicht. Er gehört zu dem neuen Typ des höheren preußischen Beamten. Er ist adlig, hat seinen Militärdienst abgeleistet, er hat Jura studiert und sich oben, in diesem Fall beim Reichskanzler und beim Kaiser, bereits empfohlen. Ein Aufsteiger. Effi könnte ihm dabei durchaus helfen, diese Karriere zu beschleunigen. Deshalb fragt er sie, nachdem sie also die ersten Höflichkeitsbesuche in Kessin auch dann gemacht haben, fragt er, wirst du populär werden und mir die Majorität sichern, wenn ich in den Reichstag will? Effi zögert mit einer Antwort, aber einige Tage später sagt sie, und dann wollen wir ja auch höher hinauf. Ich sage wir, denn ich bin eigentlich begieriger danach als du. Innstettens Ziel rückt dann in erreichbare Nähe, als er nach Berlin ins Ministerium berufen wird. Er wird Ministerialrat, sie also dann Ministerialrätin, und dabei ist sie ja erst 18, wie betont wird. Als Innstetten dann zum Ministerialdirektor befördert wird, ja, aber da ist bereits schon alles aus. Innstetten ist zu diesem Zeitpunkt bereits geschieden, hat Effi verloren und Crampas getötet. Seitdem denkt er anders über das höher hinaufkommen in der Leiter, auf der Leiter. Auszeichnung, was war es am Ende? Das fragt er sich dann. Er erkennt, dass das, was man Glück nenne, etwas anderes sei als dieser Schein. Nun aber sei das Leben verpfuscht. Kommen wir zu Effi. Mit dem Tag der Verlobung beginnt auch für Effi ein neuer Lebensabschnitt. Sie tritt nicht nur ein in einen neuen Lebensstand, sondern sie wechselt auch von dem brandenburgischen Hohen Cremmen ins hinterpommersche Kessin. Und vor allem, sie übernimmt die Rolle einer Landrätin, ist für die Leute in Kessin Baronin Innstetten und wird vom eigenen Dienstpersonal mit gnädige Frau angeredet. Frau von Briest hatte gleich zu Beginn ihrer Tochter eine glänzende Zukunft in Aussicht gestellt, wenn Effi, Baron von Innstetten, der um ihre Hand ja angehalten hat, nicht zurückweist. Wenn du nicht Nein sagst, was ich mir von meiner klugen Effi auch kaum denken kann, so stehst du mit 20 Jahren da, wo andere mit 40 stehen. Du wirst deine Mama weit überholen. Darum geht es, eine gute Stellung in der Gesellschaft zu gewinnen. Dabei ist es wichtig, eben aufzusteigen, höher zu kommen in der streng hierarchisierten Gesellschaft und dabei möglichst viele zu überholen. Auch Effi geht keineswegs davon aus, Liebe sei jetzt unbedingt eine Voraussetzung zur Ehe, und auch sonst tut das niemand. Eheliche Liebe sei etwas, was zu erwerben ist, herzustellen, zu schaffen im Verlauf dessen, was eher durch Vernunft als durch Leidenschaft begonnen wird. Effi ist jung und hübsch, aber auch unreif, verwöhnt
kokett und ziemlich altklug. Am liebsten da plappert sie mit ihren Freundinnen über das, wovon sie nun überhaupt keine Ahnung hat, von einer Liebesgeschichte mit Held und Heldin und zuletzt mit Entsagung. Das heißt, von der 18 Jahre zurückliegenden Romanze zwischen ihrer Mutter und Gerd von Innstetten. Und naseweis fügt sie dann auch gleich hinzu, eine Geschichte mit Entsagung ist nie schlimm. Ihre Freundin Hulda weist darauf hin, man soll sein Schicksal nicht versuchen. Hochmut kommt vor dem Fall. Effi aber lacht und schäkert weiter und eh noch eine Stunde vergeht, da ist sie bereits verlobt. Es scheint manchem etwas schnell, doch als die besagte Freundin fragt, ob er denn der Richtige sei, da bekommt sie genau die flotte Antwort, wie Effi sie nun einmal liebt. Gewiss ist er der Richtige, das verstehst du nicht, Hertha. Jeder ist der Richtige. Natürlich muss er von Adel sein und eine Stellung haben und gut aussehen. So spricht ein nicht allzu kluges, unreifes Kind, vielleicht sogar ein wenig unsympathisch in seiner schnippischen Art. Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort, möchte man mit Schiller belehrend ausrufen. Wir können nun sagen, arme Effi, auch sie wird noch auf schmerzliche Weise eines Besseren belehrt werden. Das mag sein. Und diese Lesart scheinen ja auch viele, wahrscheinlich die meisten Leser zu haben. Das tragen wir dann aber verständnisvoll von außen heran. Wir könnten aber auch in bester Tradition der Grimmschen Märchen sagen, diese dumme vorlaute Gans, sie wird schon eine passende Lektion erhalten. Wie auch immer, wir sollten nicht vergessen, dass Effi, so wie sie ist, ist, weil sie nicht das Produkt ihrer Umwelt, das Opfer einer elterlichen Erziehung ist, sondern weil ihr Schöpfer, weil der Autor Theodor Fontane sie genau so geschaffen hat. Genauso wie ein Tolstoi eine Anna Karenina geschaffen hat, in die wir uns gleich verlieben, wenn wir sie zum ersten Mal entdecken. So oder so, uns Lesern ist ziemlich schnell klar, dieses Kind ist zur Ehe noch gar nicht fähig. Ja, und hier kommt etwas ins Spiel, das uns Lesern doch mehr als unangenehm aufstoßen muss. Ich spreche von Luise von Briest, jener Mutter, die der Tochter ihren eigenen früheren Bewerber zum Manne gibt. Was treibt eine Mutter, ihr kindliches Mädchen dem zuzuspielen, den sie früher einmal selbst gewollt hatte und den sie aufgeben musste zugunsten eines älteren, bereits arrivierten Briest? Diese Mutter taxiert Effi mit genauem Blick auf ihre kindliche Erotik. Frau von Briest aber, die unter Umständen auch unkonventionell sein konnte, hielt plötzlich die schon forteilende Effi zurück, warf einen Blick auf das jugendlich reizende Geschöpf, das, noch erhitzt von der Aufregung des Spiels, wie ein Bild frischesten Lebens vor ihr stand, und sagte beinahe vertraulich: »Es ist am Ende das Beste, du bleibst, wie du bist.« »Ja, bleibe so. Du siehst gerade sehr gut aus. Und wenn es auch nicht wäre, du siehst so unvorbereitet aus, so gar nicht zurechtgemacht, und darauf kommt es in diesem Augenblicke an. Ich muss dir nämlich sagen, meine Liebe, meine süße Effi,« und sie nahm ihres Kindes beide Hände, »ich muss dir nämlich sagen, aber Mama, was hast du nur? Mir wird ja ganz Angst und Bange. Ich muss dir nämlich sagen, Effi, dass Baron Innstetten eben um deine Hand angehalten hat.« Und doch, es wäre zu leicht, Effi nur als Opfer einer erwachsenen Intrige zu sehen. Ob sie nicht vielleicht doch lieber den gleichaltrigen Vetter Dagobert heiraten würde, mit dem sie in Berlin so ausgelassen herumalbert hat, das wird sie noch von ihrer Mutter gefragt. Und sie antwortet spontan und authentisch: »Heiraten? Um Gottes Willen nicht! Er ist ja noch ein halber Junge. Gerd ist ein Mann, ein schöner Mann, ein Mann, mit dem ich Staat machen kann und aus dem was wird in der Welt. Wo denkst du hin, Mama?«
Nein, nein, Effi weiß dann doch sehr genau, was sie will und wen sie nicht will. Und einen halben Jungen, den will sie nicht. Kommen wir zu Major Krampas, dem Liebhaber. Anders als Wronski in Anna Karenina und oder Rodolphe in Madame Bovary wird in diesem Roman dem Liebhaber nur wenig Platz eingeräumt. Effi verfällt gerade jenem Mann, dessen oberste Maxime lautet: Leichtsinn ist das Beste, was wir haben. Damit steht er im genauen Gegensatz zu den Prinzipien und Grundsätzen ihres Mannes in Städten. Krampas ist wohl 45 Jahre alt, ein begeisterter Theaterfan und scheint, obwohl doch 7 Jahre älter als Innstetten, in allem irgendwie jugendlicher, lebensfroher, offener zu sein. Er ist verheiratet, hat 2 Kinder von 10 und 8 Jahren und seine Frau ist 1 Jahr älter als er. Aber Krampas entspricht auf der anderen Seite auch nicht unbedingt dem Klischee des Frauenhelden, der leichtfertig und ohne große Bedenken von einer zur anderen geht. Denn was ist das für ein leichtfertiger Verführer, der aus Verantwortungsbewusstsein bei seiner kranken Ehefrau bleibt? Krampas hat eigentlich nur eine einzige Szene, in der er sich bewähren kann, und in dieser bewährt er sich auch. Ich bekenne Ihnen offen, Innstetten, dass es mich erschütterte. Als ich Ihren Namen nannte, wurde er, Krampas, totenblass, und rang nach Fassung, und um seinem Mundwinkel sah ich ein Zittern. Aber all das dauerte nur einen Augenblick, dann hatte er sich wieder gefasst, und von da ab war alles an ihm wehmütige Resignation. Es ist mir ganz sicher, er hat das Gefühl, aus der Sache nicht heil herauszukommen und will auch nicht. Wenn ich ihn richtig beurteile, er lebt gern und ist zugleich gleichgültig gegen das Leben. Er nimmt alles mit und weiß doch, dass es nicht viel damit ist. Ja, totenblass ringt er nach Fassung, als er die Duellforderung erhält. Er weckt den Eindruck, über Jahre hin mit diesem Augenblick gerechnet zu haben und seinen Tod letztlich zu akzeptieren. Er ist jemand, der auch nach 7 Jahren nichts vergessen hat und weiß, was seine Verantwortung ist. Er ist kein Rodolphe wie in Madame Bovary, der beim kleinsten Konfliktpotenzial Reißaus nimmt. Letztlich bewahrt Major Krampas bis zum Ende Haltung. Nein, ein Gewissen oder der gewissenlose Verführer ist er eigentlich nicht. Kommen wir zum Kern der Sache, zum Ehebruch. Fragt man einmal ganz profan, ob und wann und wo Effi mit Krampas im ehebrecherischen Bett gelegen hat, dann steht man ziemlich ratlos da. Dass die beiden dort gelegen haben, erschließt sich eigentlich nur aus einer Reihe von sekundären Fakten. Was vorgefallen ist, erschließt sich nur aus einer Quersumme von Indizien. Wenn man aber das genaue Wie und Wo nicht einordnen kann, dann weiß man als Leser eigentlich auch nicht, welche Szene man nun als Effis unmittelbare, lebendige Reaktion auf den Ehebruch lesen soll. Würde man tatsächlich den Moment, da Effi heute von der anderen Seite der Plantage kam, als Fontanes Hinweis auf den Schritt vom Wege deuten, dann hieße dies, Effi und Krampas hätten den Ehebruch im sexuellen Sinne tatsächlich nur ein einziges Mal vollzogen. Denn bereits am nächsten Tag besiegelt ja Innstetten das Ende des Lebens in Kessin. Dann aber müsste man diese Szene zwischen Gerd und Effi tatsächlich als Reaktion auf das erst am Vortag Geschehene deuten. Effi verhält sich völlig impulsiv, als Innstetten ihr den Wegzug nach Berlin verkündet. Effi sagte kein Wort, und nur ihre Augen wurden immer größer. Um ihre Mundwinkel war ein nervöses Zucken und ihr ganzer Körper zitterte. Mit einem Male aber glitt sie von ihrem Sitze vor Innstetten nieder, umklammerte seine Knie und sagte in einem Tone, wie wenn sie betete: Gott sei Dank.
Innstetten verfärbte sich. Was war das? Etwas, was seit Wochen flüchtig, aber doch immer sich erneuernd über ihn kam, war wieder da und sprach so deutlich aus seinem Auge, dass Effi davor erschrak. Sie hatte sich durch ein schönes Gefühl, das nicht viel anderes war, anderes als ein Bekenntnis ihrer Schuld war, hinreißen lassen und dabei mehr gesagt, als sie sagen durfte. Sie musste das wieder ausgleichen, musste was finden, irgendeinen Ausweg, es koste, was es wolle. »Steh auf, Effi, was hast du?« Effi erhob sich rasch. Aber sie nahm ihren Platz auf dem Sofa nicht wieder ein, sondern schob einen Stuhl mit hoher Lehne heran, augenscheinlich, weil sie nicht genug Kraft fühlte, sich ohne Stütze zu halten. »Was hast du?« wiederholte Innstetten. »Ich dachte, du hättest hier glückliche Tage verlebt. Und nun rufst du Gott sei Dank, als ob dir hier alles nur ein Schrecknis gewesen wäre. War ich dir ein Schrecknis oder war es was anderes?« Sprich. Nach dem Ehebruch lebt Effi 7 Jahre lang mit der Lüge. Sie will ihre Ehe bewahren. Krampas war für sie letztlich ein Betriebsunfall, jedoch keine wirkliche Lebensalternative. 7 Jahre in Berlin hat Effi vor sich und es werden wohl schöne Jahre. Innstetten war entzückt von einer Dankbarkeit, als ob Effi ihm das alles persönlich herangezaubert habe. Steht hier. Und es geht weiter. Innstetten lebte ganz seinen Dienst und seinem Haus. Lebte ganz seinem Dienst und seinem Haus. Er war glücklicher als vor dem in Kessin, weil ihm nicht entging, dass Effi sich unbefangener und heiterer gab. Und das konnte sie, weil sie sich freier fühlte. Wohl blickte das Vergangene noch in ihr Leben hinein, aber es ängstigte sie nicht mehr oder doch um vieles seltener und vorübergehender. Und alles, was davon noch in ihr nachzitterte, gab ihrer Haltung einen eigenen Reiz. In jeglichem, was sie tat, lag etwas Wehmütiges wie eine Abbitte. Und es hätte sie glücklich gemacht, dies alles noch deutlicher zeigen zu können. Aber das verbot sich freilich. Man beachte, Innstetten war glücklicher, Effi gab sich heiterer. Für sie ist natürlich alles grundiert mit Schuld und der Angst, es könne doch einmal alles herauskommen. Dann passiert die Katastrophe. Durch einen belanglosen Zufall findet Innstetten im Nähkästchen seiner Frau einen Packen Briefe. Den einzig richtigen Kommentar, die einzig richtige Frage stellt Effis Bekannte, die Geheimrätin Zwicker. Es ist unglaublich. Erst selber Zettel und Briefe schreiben und dann auch noch die des anderen aufbewahren. Wozu gibt es Öfen und Kamine? Ja, da hat sie wohl recht. Das fragt man sich wohl auch. Ist Effi dermaßen dumm, dass sie die Briefe, die ihr alles zerstören könnten, was sie weiß, denn sie will ja vergessen. Sie hat ja den Umzug nach Berlin als letzte mögliche Rettung durchaus verstanden. Dass sie diese Briefe nicht nur nicht wegwirft, sondern nicht nur nicht vernichtet, nein, sie versteckt sie nicht mal an einem Ort, wo sie nicht gefunden werden können. Sie hat sie in das Nähtischchen gesteckt. Das ist ein Alltagsgegenstand, der fast täglich geöffnet wird. Es ist fast so, als würde man seine Ehefrau ermorden und ihre Leiche im Kühlschrank verstecken. Ist Effi vollkommen verblödet oder handelt es sich hier um einen eklatanten Plotmangel, weil Fontane die Geschichte sonst nicht zu ihrem Ende spinnen kann? Im ersten Fall will unsere Empathie mit einer derart dummen Protagonistin radikal sinken, im zweiten Fall tut das unsere Wertschätzung für den Autor. Was man sich auch aussucht, es ist nicht zum Besseren des Romans.
Ganz ähnlich wie in Anna Karenina gibt es auch bei Effi Briest übrigens einen Monolog, in dem sich die Protagonistin mit ihrer Schuld auseinandersetzt. Und habe die Schuld auf meiner Seele, wiederholte sie. Ja, da hab ich sie. Aber lastet sie auch auf meiner Seele? Nein. Und das ist es, warum ich vor mir selbst erschrecke. Was da lastet, das ist etwas ganz anderes. Angst. Todesangst. Und die ewige Furcht, es kommt doch am Ende noch an den Tag. Und dann, außer der Angst, Scham. Ich schäme mich. Aber wie ich nicht die rechte Reue habe, so habe ich auch nicht die rechte Scham. Ich schäme mich bloß von wegen dem ewigen Lug und Trug. Immer war es mein Stolz, dass ich nicht lügen könne und auch nicht zu lügen brauche. Lügen ist so gemein und nun habe ich doch immer lügen müssen, vor ihm und vor aller Welt, im Großen und im Kleinen. Ja, Angst quält mich und dazu Scham über mein Lügenspiel. Aber Scham über meine Schuld, die habe ich nicht. Oder doch nicht so recht. Oder doch nicht genug. Und das bringt mich um, dass ich sie nicht habe. Wenn alle Weiber so sind, dann ist es schrecklich. Und wenn sie nicht so sind, wie ich hoffe, dann steht es schlecht um mich. Dann ist etwas nicht in Ordnung in meiner Seele. Dann fehlt mir das richtige Gefühl. Interessant ist dieser Monolog, den der Autor seiner Figur in den Mund legt. Es geht nämlich um Auseinandersetzung mit Schuld, worauf wir jetzt auch noch mal ein bisschen zu sprechen kommen werden. Wir beschäftigen uns jetzt mal mit der Frage der Schuld. Effi ist keinesfalls ausschließlich ein wehrloses Opfer. Sie ist von Anfang an leichtfertig, altklug, überheblich. Sie ist risikofreudig und zugleich äußerst standesbewusst und wünscht sich dringend Reichtum und ein vornehmes Haus, ein ganz vornehmes. Natürlich, es sind ihre Eltern, die sie am Innstetten verheiraten, aber es ist Effi, die mit schnippischem Lachen darauf besteht, dass die jungen Männer ihres Alters nicht in Frage kommen. Einverstanden? Man kann das als jugendliche Unerfahrenheit, als jugendlichen Leichtsinn erklären. Das mag sein. Aber Fontane hat seinen Charakter mit Bedacht so angelegt, ihm diese Eigenschaften gegeben. Nach nur wenigen Monaten, Effi hat ihren Mann noch kaum richtig kennengelernt, da lässt sie sich auf eine Affäre ein mit Krampas, von dem sie später sagt, dass sie ihn nicht einmal geliebt habe. Effi wird niemals wissen, ob sie diese Affäre gewollt hat oder nicht. Und übrigens, ihre Tochter, um die sie später so trauert, die hat für sie zur Zeit von Ehe und Ehebruch kaum gezählt. Am Ende tröstet sie sich unbelehrt mit einem altklugen, sinnlosen Spruch, eigentlich habe sie ja nichts versäumt. Nein, Effi ist zwar jung und charmant, aber sie ist weder klug noch sympathisch. Sie lässt sich auf ein Spiel ein und sie verliert. Willkommen in der Welt der Erwachsenen. Innstetten spielt nicht. Vielleicht ist er so trocken, wie ein Ministerialbeamter nun mal sein muss, aber er ist klug, er ist lernfähig und er versucht durchaus auch im Verlauf seiner Ehe seine Frau besser zu verstehen und auch auf sie zuzugehen. Dass er sie vor allem am Anfang wie ein Kind und etwas altväterlich behandelt, das lässt sich aus seiner Situation ja auch durchaus erklären. Er ist ein erwachsener Mann mit Lebenserfahrung und Qualifikation. Effi ist ein Kind, das nichts weiß und, wie er hofft, ein noch unbeschriebenes Blatt. Und so könnte das Resümee auch ganz anders lauten. Effi, ein verwöhntes, selbstbewusstes, mehr an Reichtum und Amüsement als an Liebe interessiertes, nicht sehr intelligentes Mädchen, heiratet einen älteren, etwas ernsthaften Mann, ist mit ihm so glücklich,
wie eine bürgerliche Ehe nun mal ist, spielt, weil sie das Spielen liebt, mit einem, der ebenfalls spielt. Und auch nach der Trennung setzt sie weiterhin auf Risiko, hebt bizarrerweise das einzige Beweisstück auf und verliert. Und selbst am Ende begreift sie das eigene Leben nicht, schwankt zwischen Anklagen und Selbstanklagen, Schuldigungen und Gleichgültigkeit und bleibt doch immer egozentrisch auf das eigene Missgeschick fixiert. Liest man Effi Briest auf diese Interpretation hin, dann erkennt man erstaunt, dass sie mindestens ebenso plausibel ist wie jene erste populäre von der armen, unglücklichen Effi. Wie das? Kann ein Roman in seinen Hauptfiguren so extrem entgegengesetzte Deutungen zulassen? Und ist das künstlerisch noch möglich, vom Autor gewollt? Oder ist ihm das zufällig unterlaufen? Ein Mangel? Werfen wir also einen Blick auf die Machart des Romans. Effi Briest ist grundiert von vorausweisenden Anspielungen, Bildern und Formulierungen. Vielleicht lieben ihn deshalb so viele Deutschlehrer und zwingen ihn ihren Schülern auf. Dreimal greift der Erzähler in den Erzählfluss ein. Arme Effi, sagte bemitleidend, als Effi den ersten Abend allein im Spukhaus verbringen muss. Arme Effi, so wiederholt er, als Effi zum letzten Mal im heimischen Garten in Hohenkremmen nach den Sternen sieht, ehe sie wenige Tage danach stirbt. Es handelt sich jeweils um Eingriffe eines auktorialen Erzählers. Die zahlreichen Vorausdeutungen, sie sind eigentlich alles andere als dezent, sondern mit einem dicken Edding eingezeichnet, damit sie der Leser nur ja nicht überlesen kann. So etwa verweist die Schaukel, auf die Effi im Garten von Hohenkremmen am Tag ihrer Verlobung zugeht, auf den Schaukelstuhl, in dem Effi sitzt, wenn Krampas ihr auf der Veranda die Hand küsst. Auf das Wäldchen, die Dünen und die Mühle, also den Ort, an dem sich Effi später mit Krampas treffen wird, wird von dem Augenblick an verwiesen, an dem Effi zum ersten Mal nach Kessin kommt. Dort wird später auch übrigens das Duell ausgetragen, durch das ja dann die Affäre beendet wird. Dann der berühmte Ausruf Herthas. Effi, komm! Jahre später telegrafiert der Vater Briest, Effi, komm nach Berlin und holt die geschiedene und vereinsamte Tochter nach Hause zurück. In einem berühmten Brief vom 2. März 1895 äußerte sich der Autor über die Art und Weise des Schreibens, wie ihm der Erfolgsroman geradezu aus der Feder geglitten sei. Ja, die arme Effi, schreibt er, vielleicht ist sie mir so gelungen, weil ich das Ganze träumerisch und fast wie mit einem Psychographen geschrieben habe. Sonst kann ich mich immer der Arbeit ihrer Mühe, Sorgen und Etappen erinnern. In diesem Fall gar nicht. Es ist so von selbst gekommen, ohne rechte Überlegung und ohne alle Kritik. Das ist doch merkwürdig, dass alle Dokumente diese Erinnerung widerlegen. Aus anderen Briefen während der Arbeit selbst, da geht hervor, dass Fontane unendliche Mühe mit seinem Manuskript hatte und es mehrfach gründlich überarbeitete. So bittet er zum Beispiel den leitenden Redakteur der Deutschen Rundschau, wo der Roman vorab gedruckt werden soll, um Aufschub, weil er mit seinem Text nicht so schnell vorankommt. Und eben auch die fertige Gestalt des Romans widerspricht seiner Selbstaussage, der Roman sei wie von selbst gekommen. Die eben schon angeführten Verweise, Anspielungen und vorausdeutenden Zeichen sind so systematisch und so mit Bedacht gesetzt, dass sie schlechterdings nur mit genauester Überlegung und wiederholter Korrektur möglich sind. Hier ist nicht der Stoff aus der Feder geflossen. Dieser Text ist das Produkt konzentrierter Arbeit und mehrfacher Überarbeitung. Einige der von nicht wenigen Lesern gefeierten Vorausdeutungen sind bei genauerer Betrachtung sehr simpel, ja eigentlich fast schon ärgerlich primitiv.
Nach einiger Zeit in Kessin führt die Ortsgemeinschaft ein kleines Theaterstück auf und das heißt natürlich Der Schritt vom Wege. Na, wenn das nun kein Wink mit dem Zaunpfahl ist. Effi, die natürlich vom Wege abkommt. Dieser platte Titel einer Boulevardkomödie, übrigens auch der Titel der Effi Briest-Verfilmung von 1939 von Gustav Gründgens. Dieser Titel spielt also nun darauf an, was eigentlich ja der Dümmste auch so begriffen hätte, denn dass Effi vor dem gefährlichen Schritt steht, das hatte man schon nun auch wirklich ohne diese ominöse Komödie kapiert. Eigentlich sind solche Hinweise in dieser plakativen Form fast schon Bestandteil trivialen Erzählens. Auf keinen Fall aber kann man so etwas noch als eleganten Stil durchgehen lassen. Ähnliches gilt übrigens für die Umdeutung des vorhin schon angesprochenen Effi komm gegen Ende des Romans, als der alte Briest mit dem fatalen Lockruf die inzwischen gefallene Tochter nun einlädt zur Heimkehr in die Familie. Die Literaturwissenschaft hat Fontanes Zeichensystem genauestens herausgearbeitet, obwohl es ohnehin überdeutlich ist und die grob gestrickten Anspielungen nicht selten redundant sind. So detailliert sich Fontane den Anspielungen und Vorausdeutungen auch gewidmet hat, so scheinbar dürftig zeigt er sich in der Konstruktion glaubwürdiger beziehungsweise nachvollziehbarer Plotentwicklungen. Über das Mirakel der aufgehobenen Briefe, da habe ich jetzt mich bereits ausgelassen, wenden wir uns jetzt also diesen Briefen beziehungsweise den Inhalten doch nochmal genauer zu. Hier bleibt ja noch vieles unklar. Effi hat scheinbar, so viel kann man aus den wenigen zitierten Textfetzen schließen, Krampas brieflich die Flucht vorgeschlagen. Wann? Wie oft? Weshalb? Es ist der Autor Fontane, der von dem großen Packen Briefe, den Innstetten ja liest, dieses winzige Bruchstück ausgerechnet so zitiert, dass es ganz aus dem Zusammenhang herausgerissen ist und nicht einmal halb verständlich. Fontane lässt es im Dunkel. Warum nur? Merkwürdig sind vor allem diese wenigen Sätze, weil nichts im gesamten Roman sie plausibel macht, nichts sie motivieren kann. Gerade wenn man Effi Briest als den realistischen Roman versteht, für den er in der Literaturgeschichte gilt, lässt nichts erahnen, warum Effi diesen plötzlichen Impuls zu Papier bringt. Sie ist nicht die unsterblich Verliebte, die ohne diesen Mann nicht leben kann, wie eine Anna Karenina. Sie ist nicht die am Ehealltag Verzweifelte, die um jeden Preis ins Freie muss, die sich aus ihrem als öde empfundenen Leben wegträumt, wie eine Emma Bovary. Effis ganze Geschichte wird von Fontane aufgebaut als ein typischer, zunächst harmloser Flirt, der durch eine Reihe von Zufällen aus dem Ruder gerät. Aus harmloser Koketterie wird ernst, ein ehemals erotischer Betriebsunfall. Flucht? Wohin? Wie? Mit welchen Mitteln? Und vor allem, mit welchem Ziel? Man versteht nicht, was Effi in dieser Handvoll Tage, die dafür überhaupt in Frage kommt, zu ihrer Idee gebraucht hat. Und auch Krampas versteht das nicht. Betrachten wir in der Frage glaubwürdigen bzw. nachvollziehbaren Handelns einmal Effis Eltern, die Briests, ein wenig genauer. Schließlich gehört ihnen ja nicht nur der Anfang, sondern vor allem auch das Ende, mehr noch das berühmte Schlusswort des Romans. Über die fragwürdige Rolle, die Luise von Briest bei der Verheiratung ihrer Tochter gespielt hat, da haben wir schon gesprochen. Nachdem Effis Affäre bekannt geworden ist, da wenden sich die Eltern bekanntlich von ihrer Tochter ab. Sie, die in der brandenburgischen Provinz eigentlich fernab vom Schuss in gesicherter, aber in der neuen Gesellschaft des Kaiserreichs wenig bedeutender Position leben, sie hätten nun wirklich die Möglichkeit besessen, ihren gefallenen Engel heimzuholen. Stattdessen schreibt die Mutter einen Brief, der Vater legt nur Geld da rein.
Moment mal, wo ist denn das? Muss ich mal gucken. Habe ich jetzt hier irgendwie notiert? Wo habe ich das denn stehen? Wo ist denn dieser Brief? Ah, falsch. Und nun deine Zukunft, meine liebe Effi. Du wirst dich auf dich selbst stellen müssen und darfst dabei, soweit äußere Mittel mitsprechen, unserer Unterstützung sicher sein. Du wirst am besten in Berlin leben. In einer großen Stadt vertut sich dergleichen am besten und wirst da zu den vielen gehören, die sich um freie Luft und lichte Sonne gebracht haben. Du wirst einsam leben und wenn du das nicht willst, wahrscheinlich aus deiner Sphäre herabsteigen müssen. Die Welt, in der du gelebt hast, wird dir verschlossen sein. Und was das Traurigste für uns und für dich ist, auch für dich, wie wir dich zu kennen vermeinen, auch das elterliche Haus wird dir verschlossen sein. Wir können dir keinen stillen Platz in Hohenkremmen anbieten, keine Zuflucht in unserem Hause, denn es hieße das, dies Haus von aller Welt abschließen. Und das zu tun, sind wir entschieden nicht geneigt. Nicht, weil wir zu sehr, ach so, nee, das lass mal weg. Weil wir Farbe bekennen und vor aller Welt, ich kann dir das Wort nicht ersparen, unsere Verurteilung deines Tuns, des Tuns unseres einzigen und von uns so sehr geliebten Kindes aussprechen wollen. Ja, ganz am Ende, da holen sie dann ihr Kind dann doch noch nach Hause, wenigstens zum Sterben. Danach haben sie ihren Kaffeetisch 3 Schritt neben Effis frisches Grab gestellt und ergehen sich in melancholischer Plattitüde. Der Dialog der Eltern ist, schlimm genug, ein immer wieder in der Literatur bekannter, zitierter. Er klingt besinnlich, soll es vielleicht auch sein, wirkt aber deshalb gerade deplatziert. Und wenn denn schon überhaupt Fragen gestellt werden sollen, da gibt es ganz andere Briest. Und ich kann dir sagen, es vergeht kein Tag, seit das arme Kind da liegt, wo mir solche Fragen nicht gekommen wären. Welche Fragen? Ob wir nicht doch vielleicht schuld sind? Unsinn, Luise. Wie meinst du das? Ob wir sie nicht anders in Zucht hätten nehmen können? Gerade wir. Und dann, Briest, so leid es mir tut, deine beständigen Zweideutigkeiten und zuletzt, womit ich mich selbst anklage, denn ich will nicht schuldlos ausgehen in dieser Sache, ob sie nicht doch vielleicht zu jung war. Rollo, der bei diesen Worten aufwachte, schüttelte den Kopf langsam hin und her, und Briest sagte ruhig: Ach, Luise, lass. Das ist ein zu weites Feld. Ja. Die Leser waren sich schnell einig und haben Frau von Briest recht gegeben. Effi war augenscheinlich zu jung und zu unreif für die Ehe. Aber sollte eine solche Selbstverständlichkeit tatsächlich die dürftige Quintessenz von über 300 Romanseiten darstellen? Die Eltern leben weiter mit ihrem toten Kind im Garten. Am Ende bleibt ein schönes symbolisches Denkmal an der Stelle der ebenso schön symbolischen Sonnenuhr. Jetzt mag man einwenden, aber gerade das ist doch die besondere Qualität eines Theodor Fontane, der eben nicht plakativ wertet, sondern viel feiner Zwischenräume lässt. Die berühmten Leerzeilen, die wir Leser dann füllen dürfen. Zwischenräume und Ungesagtes, das im Raum steht und unserem eigenen Urteil eben diesen Raum lässt. Diese Einwände sind bekannt. Sie gehören zu den zahllosen Versuchen der Ehrenrettung eines Autors, der in allem zu unentschieden ist. Die Idylle der kaffeetrinkenden Eltern am frischen Grab, wo seit gestern
der Grabstein ihrer jungen Tochter liegt, die hätte der Autor auflösen müssen. So oder so. Was soll dieses Ende? Was soll diese Melancholie, diese nachsommerliche Resignation mit einem Ausblick, der den Leser in völliger Orientierungslosigkeit lässt? Das, obwohl der Schluss wirkt wie eine Abschwächung des ehemaligen Revolutionärs Fontane, der während seines Lebens als Schreibender immer wieder Steine aus dem Weg geräumt hatte, Klippen umschiffen musste, ehemalige Ideale verbergen musste, sich dem Zeitgeist anpassen musste. Immer wieder waren Familie, Ehe und Ehebruch Themen, mit denen er sich auseinandergesetzt hatte. 14 Jahre vor Effi Briest war L'Adultera, die Ehebrecherin, sein erster Gesellschaftsroman, der sich dieser Thematik widmete. Er erzählt da etwas ganz anderes, nämlich davon, dass ein Ehebruch durchaus nicht zwangsläufig in die Katastrophe führen musste. Melanie von Straten verlässt da ihren deutlich älteren Mann, den sie ebenfalls mit 17 Jahren geheiratet hatte, und flieht mit ihrem Geliebten Ebenezer Rubén nach Italien. Anna Karenina lässt grüßen. Zurückgekehrt, da gründen sie eine neue Familie. Melanie spürt die gesellschaftliche Ächtung, nicht anders als Effi. Doch als Rubens Firma dann bankrott macht, da kann Melanie durch entschiedenen Einsatz zeigen, dass sie nicht die leichtfertige, sittenlose Außenseiterin ist, für die man sie hält, sondern eine Frau, die sehr wohl weiß, was die Gesellschaft verlangt. Und nun, sagt sie, kann ich mich bewähren und will es und werd es. Und nun kommt meine Zeit. Fontanes Roman mit Happy End erfuhr deutliche Kritik, ja, vehemente Ablehnung. Der Schriftsteller sollte mit Blick auf sein Publikum daraus durchaus seine Lehren ziehen. Vielleicht erklärt das Ende von Effi Briest. Ja, denn da war ja der Erfolg, nach diesem Roman war ja der Erfolg sofort da, auch beim zeitgenössischen Publikum. Effi Briest war kein Skandalroman wie seinerzeit Flauberts Madame Bovary. Nebenbei, trotz allem hatten sich ja auch die Zeiten um einiges geändert. Wie aber hätte seine Aufnahme ausgesehen, wenn der Autor seiner Figur Innstetten das letzte Wort überlassen hätte? Der betrogene Ehemann hält es für seine Pflicht, Crampas zum Duell zu fordern, obwohl dies ja gesetzlich schon verboten ist und eine strafrechtliche Verfolgung auch nach sich zieht. Dem Ehrenkodex opfert er in letzter Konsequenz seine Frau und seine Familie. Innstetten hat dann zu spät gemerkt, dass er einem Götzen gedient hat. Unser Ehrenkultus, sagt er dann resignierend, ist ein Götzendienst. Im letzten Gespräch zwischen Innstetten und Wüllersdorf wird nun tatsächlich alles in Frage gestellt. Beruf, Karriere, Ehe, Ehre. Und Innstetten sieht sich als der, der er ist. Eine gemischte Figur, wie jeder andere, einer, der sein Leben verpfuscht hat, doch selbst daraus nichts zu machen versteht, von dem Großen und nur von dem großen Ausbruch redet. Einer, der nur noch aus dieser ganzen Geschichte heraus will. Einer, der zwar nach dem Ehrenkodex und der Zeit reingewaschen ist, aber dennoch erdrückt wird von seiner Schuld. Mein Leben ist verpfuscht, sagt er. Und die Szene endet mit dem Verweis auf einen Besuch im Weinhaus, um sich dem Alkohol auszuliefern. Hier liegt das wirkliche Ende von Effi Briest. Oder hier hätte es liegen müssen, im harten Augenblick der Wahrheit, da zwei Männer sich ihr vollkommenes Scheitern eingestehen, am Tische des Weinhauses Hut. Stattdessen aber diese seltsam indifferente Melancholie und dieser seltsame Ton der Versöhnung am Ende. Aber es war nicht unbedingt nur Opportunismus oder ein
sich andienen an den Zeitgeschmack, die Fontane zu seinen erzählerischen Entscheidungen veranlassten. In einer Besprechung einer Aufführung von Henrik Ibsens Gespenster in der Vossischen Zeitung, für die hat er ja damals geschrieben, setzt sich der populäre Theater- und Literaturkritiker Fontane mit dem modernen Sitten- und Gesellschaftsdrama auseinander. Fontane kritisiert an dem Stück bei aller künstlerischen Wertschätzung die Haltung, die sich gegen die Ehe wende. Hier zeigt sich doch ziemlich deutlich sein Konservatismus. Solange die Welt steht oder solange wir Aufzeichnungen haben über das Gebaren der Menschen in ihr, ist immer nach den Verhältnissen und nur sehr ausnahmsweise nach Liebe geheiratet worden. Heiratet man in den reichen Bauerndörfern aus purer Passion? Umgekehrt, alles ist Pakt und Übereinkommen. Die Liebe findet sich, und wenn sie sich nicht findet, so schadet es nicht. Unter allen Umständen aber bleibt es mein Credo, dass, wenn von Uranfang an statt aus Konvenienz und Vorteilserwägung lediglich aus Liebe geheiratet wäre, der Weltbestand um kein Haarbrei besser sein würde, als er ist. Und dann spricht er davon Trennung der Ehe, wo Laster und Sünde vorliegen, ist nicht bloß persönliches Recht, sondern unabweisliche Menschenpflicht, das Hin und Her vom einen zum anderen, das Lieben auf Abbruch, die souveräne Machtvollkommenheit ewig wechselnder Neigungen über das Stabile der Pflicht, über das Dauernde des Vertrags, all das würde die Welt in ein unendliches Wirrsal stürzen und eine Verschlimmbesserung ohnegleichen sein. Nachdem er das geschrieben hatte, setzte er sich an Effi Briest. Es geht hier auch um die Auseinandersetzung innerhalb der Literatur. Auf der einen Seite ein Ibsen, die Vertreter der literarischen Moderne, die in der Moral nur Diktat und Repression sieht und durch ihre Zerstörung hin will zur Freiheit des Individuums und seiner Gefühle. Ein August Strindberg, ein Arthur Schnitzler, ein Frank Wedekind. Es ist schon fast Ironie, dass eine inzwischen fest etablierte Lesart Effi Briest als Symbolfigur für die Opfer einer repressiven Gesellschaft sieht. Fontane, der steht an einer ganz anderen Stelle. Sein Konservatismus bestand in der felsenfesten Überzeugung von der Notwendigkeit gesellschaftlicher Regeln. Kommen wir zum Fazit. Effi Briest ist Theodor Fontanes erfolgreichster Roman. Ich glaube aber doch sagen zu können, dass sowohl seine Qualität wie auch seine Bedeutung überschätzt werden und nicht zuletzt auf einem Missverständnis beruhen. Mit dem Blick auf die Handlung darf man die These wagen, dass sein Fazit, Effi sei eben doch zu jung gewesen und ihr Mann zu verständnislos, etwas dünn scheinen vor dem Anspruch eines großen Gesellschaftsromans. Die Figuren erscheinen nicht selten widersprüchlich und unscharf. Insbesondere gilt das für die Hauptfigur. Bezüglich der Erzähltechnik kann man sagen, dass die zuweilen sogar doppelt und dreifach ausgeführten und sehr plakativen Anspielungssysteme weniger kunstvoll erscheinen, als es uns der Deutschunterricht weiszumachen versucht. Sie wirken bei genauerer Betrachtung nicht selten als redundante Spielerei. Und blicken wir auf den Roman mit besonderem Fokus auf die Ehebruchthematik, dann erscheint doch die Briestsche Lebensweisheit beim Frühstückscafé neben dem frischen Grab seiner Tochter. Ach, Luise, lass, das ist ein zu weites Feld, in dem beliebten Fontane-Ton der Versöhnung reichlich deplatziert. Das ist eine dürftige Ausflucht, und zwar nicht nur für eine Romanfigur, sondern auch für einen Autor. Gut 5 Jahre vor Effi Briest war ein Ehebruchroman erschienen, der heute weitgehend vergessen ist und vielleicht
wiederentdeckt werden sollte. Es handelt sich um Unsühnbar von der Österreicherin Marie von Ebner-Eschenbach. Mit ihm wollen wir uns dann das im nächsten Teil unserer kleinen Reihe beschäftigen, bevor wir uns in einem letzten Video dann nochmal die Romane anschauen, kurz vergleichen und auch dann bilanzieren wollen.